geht es darum, dass man von einer Idee, die ein Kunde hat oder einen Wunsch, den ein Kunde oder eine Kundin haben will, die eigentlich nur ein paar Bilder sind im Kopf, dass man das auf Papier bringt und dann auch baut, dieses Thema. Mein derzeitiges Lieblingsprojekt ist eine Hütte am Berg. Das ist ein Wandergebiet am Schneeberg. Da ist auf 1250 Meter, haben wir den Auftrag gekriegt, eine neue Schutzhütte zu bauen, weil die alte ist abgebrannt. Und es macht mir jetzt nicht viel Spaß, weil ich selber gern wandern gehe und meinen Beruf mit meinem Hobby verbinden kann. Das ist super. Ja, die Naturfreunde, das ist der Bauherr, die haben in ihren Statuten stehen naturfreundliches Bauen und naturfreundlicher Umgang, was immer das heißt. Und das ist natürlich auch bei uns ein Thema, weil wir haben sehr viel Holz, wir schauen, dass die Materialien ein Öko-Zertifikat haben und alles dieses, was dazugehört. Mein Arbeitsalltag hat sich verlagert. Je größer unser Büro wird, vom selber Zeichnen mache ich nicht mehr. Es hat sich verlagert zu Akquise, Kostenbudgetierung, zu Bauleitung und zu, was mache ich noch? Büroarbeit. Also ich sitze jetzt selten noch im Schreibtisch vor dem Computer und zeichne selber. Das machen jetzt schon andere Leute. Es hat sich verlagert. Weil ich mir immer schwer daran habe, mich zu entscheiden zwischen Kunst und Technik. Und das ist eigentlich eine super Mischung. Also es hat alles, es hat Kreativität und es ist auch technisch und das taugt mir. Ich habe mit Matura gemacht, ich habe die Knödelakademie gemacht, also Frauenfachschule, und habe dann ein Jahr Ausland genossen in Kanada. Das würde ich jedem empfehlen. Und dann habe ich zum Studieren angefangen, Architektur, weil mich das einfach interessiert hat. Weil ich eben dieses Theoretische, also das Technische und das Künstlerische haben wollte. Weil der erste Satz eines Professors in der ersten Vorlesung war: Sie werden das alle nicht schaffen. Und da habe ich mir gedacht, jetzt erst recht. Darum habe ich eigentlich nie daran gedacht, das Studium abzubrechen. Das war für mich kein Thema. Dass es so vielschichtig ist und also ich habe alles. Ich habe eben diesen kreativen Teil, der ist ungefähr 5% eines gesamten Projektes, und habe ich auch das Thema mit Geld und ich habe auch das Thema mit den Materialien und mit den Farben und ich habe auch das Thema mit der vor Ort auf der Baustelle. Und was das Tolle ist, wenn ich etwas zeichne, dann sehe ich das nach einem Jahr, wie es wirklich ausschaut. Und das haben nicht viele Berufe. Manche haben nur Zahlen, wie ein Banker oder ein Rechtsanwalt, der hat nur Text. Aber wir sehen das, was wir bauen, und das ist echt super. Die Arbeitszeit ist anstrengend. Es ist auch anstrengend, dem Kunden klarzumachen, was wirklich man für Arbeit leistet, weil Dienstleistung ist oft schwer zu verkaufen. Das ist auch ein großes Thema. Und anstrengend ist, die Vielschichtigkeit ist gut, aber auch anstrengend. Ich behaupte, dass es in jedem Beruf gute und schlechte, also es ist überall schwer und überall leicht, man muss es nur wollen. Durchhaltevermögen haben. Man darf nie aufhören zu lernen, das ist ganz wichtig. Eigenschaften. Und man muss Menschen mögen und ihre Wünsche respektieren. Also unsere Städte haben ja Männer geplant. Es gab ja bis vor ein paar Jahren fast keine Büros, die von Frauen geleitet wurden. Und Menschen tun das, was sie interessiert. Zum Beispiel, ich sage jetzt ein Klischee, Männer mögen Autos. Und deswegen schauen unsere Städte so aus, wie sie ausschauen. Viele Straßen, breite Straßen. Männer bauen gern hoch. Das ist ein Machtsymbol. Deswegen gibt es die Hochhäuser. Und ich glaube, dass die Stadt
ganz anders ausschauen würde, wenn Frauen planen würden, wenn Frauen mehr geplant hätten in den letzten Jahren. Ich würde Ihnen raten, einfach Ihre Ziele nicht aufzugeben und durchzuhalten und einfach Leute um Hilfe zu fragen. Jeder hilft gerne und jeder gibt immer Auskunft. Also man muss nur die richtigen Leute fragen, dann kommt man schon hin, wo man hin will.